Ja, mittlerweile musste ich leider die Autobahn verlassen. Durch eine Tunnelsperrung hatten wir einen Stau von 12 Kilometer vorhergesagt. Das heißt, ich bin runter von der Autobahn, bin jetzt auf der Landstraße. Die ist ganz toll frei, muss man sagen. Ich fahre permanent zwischen den Ortschaften mit 110 Stundenkilometer. Laut Tacho, was gute 100 km/h sind. Das Fahrzeug ist im Gegensatz zum Leaf 2 der ersten Generation mit der stärkeren Motorisierung ausgerüstet, mit 217 PS. Man merkt das unglaublich, ich hätte den Unterschied gar nicht erwartet. Also er hängt wahnsinnig am Gas, ich fahre immer auf D-Modus, ganz normal. Zur Temperatur. Wir hatten bei Start eine Außentemperatur, es ist schwülwarm heute, von 22 Grad. Mittlerweile ist sie auf 23 Grad gestiegen und ich werde jetzt ganz genau beobachten, was die Akkutemperatur macht.